Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Miustras Spielespaß. Hier ist Ustra und neben mir sitzt natürlich die Mio. Hallöchen. Ja, zum Einsteigen in das Format haben wir mal Sims 2 gewählt, denn Open for Business ist ein cooles Ding. Und ja, da seht ihr gerade die Mio langlaufen. Achso, ich bin wach geworden. Nochmal, ich komme hier nicht an alles dran. Achso, ja. Deswegen leider dachte nicht, ich, nee. Ich bin die Maus und du bist die Tastatur. Okay. Wie hast du das jetzt genannt? Mit Leertaste. Achso, eigentlich wollte ich mal, wo sehe ich das? Was wolltest du machen? Das. Ich hab überhaupt keinen Spaß. Nee, das ist wie im echten Leben. Du hast keinen Spaß. Ja, und weil es hieß, ja, spiel doch mal Sims oder so, haben wir jetzt gedacht, okay, wir bauen uns hier was Kleines auf. Wir gehen ein bisschen in Open for Business rein. Wir haben auch, ich hätte dich eigentlich in die Konsole geschickt. Ich will aber nicht in die Konsole, ich will an meinen geilen PC hier. Vor der Aufnahme haben wir uns ja ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wir haben ein kleines Häuschen gebaut. Es ist jetzt nicht zu pompös. Ja, wir sind noch Mittelklassereiche, muss man sagen. Und Mittelklassereiche ist okay. Das ist guter mittlerer Standard. Guter mittlerer reicher Standard. Und soll ich einfach mal sagen, wie teuer unser Haus ist? Mach doch. Ja, es ist 114.000 Euro. Ja, Euro. Simoleons. Und ich meine, das sind ja noch nicht mal, ja, in unserem wahren Leben, ja, das gibt's ja auch, da kriegst du kein Haus für. Nicht so eins. Ja, okay. Ist ja in Ordnung. War ja nur eine Idee. Wollte ich nur mal erwähnen. Okay. Und wir haben uns halt zwei kleine Läden gebaut. Da werden wir gleich, glaube ich, mal reinstürzen, wenn es der Mio wieder so weit besser geht. Und dann ist der erste Part Mios-Folge. Mein Part. In ihrem Etablissement, kann man so sagen. Wie schön du dich einfach ausdrückst. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Das ist Mios Geschäft. Ich weiß nicht, ob wir mal eben eventuell doch mal eben pausieren wollen, um mal eben aus dem Haus rauszugehen. Ich soll aus dem Haus rausgehen. Die Kamera soll aus dem Haus rausgehen. Ich versuche mal hier zu drehen und ich zeige mal mehr oder weniger genau das ganze Gebäude. So sieht es aus. Das ist das linke von den beiden Schnuckelstücken. Und erzähl doch mal was zu deinem Laden. Ja, ich habe mich für ein Fitnessgym entschieden. Warum? Keine Ahnung. Es war von den Möglichkeiten, die ich hatte und die ich wusste nicht, dass wir einen Tierladen machen können. Ja, es ist alles, also es ist... war es die Möglichkeit, die ich am coolsten fand, auch weil ich habe hier, das kann ich ja schon mal zeigen, im zweiten Geschoss so einen Masseurbereich sozusagen und ich habe, oh... Okay, Spoiler wurden abgewendet von selbst, dass wir sehen. Das war nicht so. Ich habe ja auch so eine kleine Saftbar-Ecke, mein Personalraum, also ist jetzt nicht alles, ne, Männer- und Frauenklos. Apropos, ist das eingestellt, dass das dein Personalraum ist? Guck mal bitte. Ich habe keine Ahnung. Musst du mal auf die Tür klicken? Ja, ich muss nur eben mit der Kamera... Zuschließen? Nur Haushalt und Angestellte zulassen. Okay. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall eingestellt. Jetzt ist es eingestellt und wir machen mal weiter. Wir machen das Geschäft auf. Genau, denn ich weiß nicht, ob er Preise festlegt jetzt. Es müsste eigentlich laufen, ne? Okay, es berechnet das von den Kunden. Ja. Alles ist gut. Ich gehe einfach selber trainieren. Und du gehst einfach trainieren. Ja, du machst ein bisschen Werbung für deinen Laden. Du gehst einfach mal nach vorne. Guckt, ja, vor allen Dingen hier mit den Glasscheiben. Da ist mein erster Kunde. Nee, du musst warten, bis das über ihm erscheint. Jetzt kannst du ihm sagen, Basisverhandlung zum Beispiel, damit er dann Vögel beobachten ins Warme. Ja, ich brauch... Verkaufen? Verkaufen. Und dann kannst du ihm sagen, okay, hier, Basisverhandlung. Warum will ich schon wieder trainieren? Das kannst du aber der anderen auch machen. Meine Lady will einfach immer trainieren. Aha. So, ich geh mal ein bisschen näher ran hier in das ganze Geschehen. Jetzt hast du mir alles kaputt gemacht. Tut mir leid, das machst du doch schon. Ach nee, das machst du doch nicht. Basisverhandlung. Ja, schick sie alle in dein komisches Fitnessgym. Vielleicht stelle ich die sieht auch... Body heißt... Nein, du kannst dich nicht ein. Ich hab voll den Abneiger gegen Leute mit A. Keine Ahnung. Du hast es nicht geschafft, sie zu bezirzen für die Verhandlungen. Den irgendwie auch nicht. Ich bin noch nicht gut genug im Bezirzen. Ich versuche später nochmal. Nee, den hast du gepackt. Das hast du gepackt. Ich könnte doch auch... Ja, ich denke schon... Achso, du... Ich will nicht selbst trainieren. Hast du eigentlich deine Arbeitsklamotten jetzt an oder nicht? Weil du hast ja extra welche entworfen. Ich mach mal eben Pause, nicht, ja, dass es hier einfach weitergeht. Verwalten, Uniform tragen, wäre gut. Ja, machen wir das doch mal. Weiter geht's. Das ist merkwürdig. Habe ich hier mit Franz... Der Franzi, der... Schon geredet, der, ne? Ja,
genau. Ich wollte eigentlich jetzt Personal Trainer für jemanden hier machen, aber irgendwie kann ja, der muss ja erstmal auf dem Gerät. Vielleicht, genau, lässt, genau, den, vielleicht genau. lässt ihr den erstmal laufen. Er geht wieder. Was machst du jetzt mit dem? Wir wollen fangen spielen. Hey, das ist auch eine Art Sport. Ist zwar nicht. Wir gehen hier hingehen. Wir gehen ich weiß rein. Nicht, was sie mit deinen komischen Arbeitsproblemen hat. Mit deinen Arbeitsproblemen. Mit meinen Arbeitsproblemen. So, jetzt kannst du. Geh auf dein Scheißgerät. Jetzt kannst du ihn anklicken oder das Gerät, ist völlig egal. Und dann kannst du sagen. Und wir wollen mehr. Nicht tanzen, wir wollen. Mehr? Mehr? Nein, wir machen mal eben. Nee, keine Aktion. Keine Aktion möglich. Vielleicht will er auch gar kein Personal. Nein, ich möchte nicht. Ich gehe hier hin. Ich weiß nicht, was du willst. Er will wahrscheinlich wieder fangen spielen. Ich spiele wohl gerne fangen. Keine Ahnung. So, ich gehe mal ein bisschen weiter raus. Kann ich jemandem was anbieten? Ja, also er hat wohl genug Sport, damit er nicht mehr sportlich ist. Ja, vielleicht sollte ich zu Hause, wenn du in denselben Anzug. Keine Aktion verfügbar. Vielleicht kann ich es bei ihm auch nicht. Vielleicht machen. Kannst du es jetzt bei ihm. Nö, die sind alle besser als du. Aber da kommt noch jemand. Die sieht so ein bisschen schmierig aus. Vielleicht hast du da Glück. Ich muss immer pausieren, damit ich hier, ne? Ich bin so ein alter Pausierer. Ne, er ist noch nicht so weit. Er ist noch nicht so weit. Oh, komm schon. Du hast immer noch pausiert. Ja, das. Achso, ich habe auf was anderes gedrückt. Egal. Was tue ich? Du sitzt. Du sitzt einfach da rum. Nein, du möchtest es nicht besuchen. Nein, ich möchte hier hingehen. Boah, mein Charakter ist einfach der. Jetzt musst du mit ihm reden. So, verkaufen, Basisverhandlung. Mach deinen Job! Also, Mio arbeitet grundsätzlich besser also, als diese Mio. Was du machen könntest, ist in deinem Personalraum zum Beispiel ein Telefon aufstellen. Ja. Mit diesem Telefon kannst du dann zum Beispiel auch Leute über Telefon einstellen. Weil du ja vielleicht echt? Leute brauchst. Ja, das sage ich dir jetzt mal als Tipp. Nee, das macht er schon. Okay. Und dann können wir mal eben in das Kaufmenü gehen. Weil ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen das alle so ein bisschen selber noch ausprobieren. Und da kannst du einfach so ein hängendes Telefon und so Elektronik. Telefon. Ja, irgendwo, genau. So ein hängendes Gerät. Und das kannst du einfach irgendwo an die Wand hängen. Ich glaube, da. Ja, kannst du überall, irgendwo, egal wo. Und da kannst du jetzt. Ja. Und da kannst du dann, wenn du wieder raus bist und die Basis. Nein, du musst erst wieder. Ja. Jetzt kannst du da dran gehen und sagen, du kannst. Nein. Rechtsklick. Jetzt machst du Geschäft. Und da machst du Angestellte einstellen. Für dieses Grundstück. Genau. Oh mein Gott, ich bin so clever. Gleichzeitig können wir immer mit unseren Kameras. Der Alex Holz hier. Alex Holz, Alter. Ja, aber jetzt muss ich erstmal Angestellte einstellen hier. Das wird schon sehr knifflig hier. Ich ja, so. Wo ist Lemieux? Lemieux ist. Die ist eine Langsamgeherin. Der muss ja immer. Die ist echt. Die macht mich jetzt schon irre. 5 Minuten macht die mich irre. Jetzt kriegst du Shibaba Dubtu, jetzt kriegst du so eine Liste. So, das ist der Carsten. Der Carsten, der ist Friseur zum Beispiel. Der hat eine Gehaltsvorstellung. Der ist Friseur. Ja, siehst du, er hat Friseurtalente und Verkaufstalente. Ne, den will ich nicht. Dann kannst du hier weitermachen. Achso, Pamela Pratt, Gehaltsvorstellung. Oh, die ist billig. Die ist billig, die ist arbeitslos, die kann nichts, also kann man die gut anlernen. Das ist auch nicht schlimm, Gehaltsvorstellung. Arbeit, nö, der kann auch nichts, dafür ist er teurer. 25 Manager. Er ist aktuell Manager, ja. Schnellimbiss-Manager, was ist kann das? Kann nähen, sie kann super nähen, nämlich Gold. Interessiert mich nicht. Pamela Pratt, herzlichen Glückwunsch. Kannst du hier so bremsen und dann kannst du okay machen und dann kommt die dann in den Laden rein, dann kommt die, eigentlich müsste die dann auch, kannst du bei ihm noch Basisverhandlungen eventuell machen, bei dem Mr. Holz. Mr. Holz, möchten Sie Basisverhandlungen mit mir führen? Bitte, kommen Sie. Nehmen Sie das einfach an, okay? Und wenn ihr Ideen habt, ihr werdet jetzt nicht jede Woche beim Newstras Spielespaß Sims 2 sehen, aber Sims 2 wird das ganze Projekt immer mal wieder begleiten. Das ist die Idee davon. Und ihr habt dann die Möglichkeit, uns gerne Vorschläge zu geben, was zum Beispiel noch in die Läden rein soll und. Ich weiß nicht, was du da tust. Ich verkaufe. Was verkaufst du denn gerade? Der hat doch schon gewonnen. Der will doch schon. Ich weiß nicht, was. Du kannst jetzt auch an das Schild gehen und sagen, Angestellte herbeirufen. An dem echt? Ja, ja. Oder ist die schon da, die Pamela? Nee, ich glaube nicht, dass es die Pamela ist. Ja, das ist die Tamara Wutschunski. So, jetzt kommen die nämlich angelaufen. Ich weiß nicht, wie die das. Das ist die falsche Richtung. Ich weiß zwar. Den Opa habe ich jetzt beraten, ne? Ja, den Opa hast du beraten. Und jetzt willst du vielleicht noch die andere beraten. Und jetzt müsste die gleich ankommen, die Tianya Tira, ja? Und dann kannst du ihr entweder sagen. Pamela Patt. Palim, wie auch immer die heißt. Völlig egal. Achso, natürlich ist es hier auch eventuell interessant. Ja, das ist die Pamela, sagt ja schon, was sie machen möchte. Es ist auch wahrscheinlich interessant für deinen Laden, ein bisschen mit Bildern aufzupeppen und so.
Ne, kannst du nicht. Die Pamela müsste irgendwo rumstehen. Das ist ja. Such mal die Pamela gerade. Da ist sie gerade. Die hat jetzt so, die hat immer so Punkte, deine Angestellte. Pat. Und du kannst verwalten. Du kannst sie auch erstmal begrüßen, vielleicht. Das macht man mit dem Pamela. Arbeiter. Begrüß sie jetzt! Wo stimmt begrüßen? Rechts. Unten. Ja, ja. Jetzt kannst du nochmal auf den Klicken. Da war dein Name zuerst drauf. Jetzt verwalten. So, jetzt sagst du. Du bist gefeuert. Du kannst erstmal den Lohn ändern. Das ist ganz wichtig. Und du musst ja eine Uniform. Warum Lohn ändern? Der ist du okay, änderst den Lohn? Nicht? Nein. Du musst erstmal gucken, was sie für einen kriegt. Verwalten, Uniform festlegen. Verwalten, Alter, mit der ist. Und zuteilen. Jetzt kannst du sagen, die soll. Barkeeperin sein? Die kann keine Masseurin sein, irgendwie. Moment. Geh mal auf den Masseurstuhl. Ja, Pamela Patt. Okay, Pamela Patt eventuell. Gut, dann geht die erstmal an die Saftbar, ist mir egal. Ja, gut, dann kannst du ja immer noch sagen, verwalten. Zuteilen. Ach na. No. Waren verkaufen. Warum? Ich hab da. Hey, Barkeeperin sein, ja. Vielleicht verkaufe ich meine eigenen Fitnessgeräte und das ist das, was ich verkaufe. Das ist auch okay. So, erstmal streichen wir wieder das. Wir waren ein Fitnessstudio, jetzt sind wir im Möbelhaus. Für Fitnessgeräte. So, Pamela Patt. So, der Oppi schwingt sich aufs Gerät gleich. Ich halte mich zwar eigentlich auch nicht wirklich hier an meine Arbeitskleidung, ich trage immer wieder meine Sportkleidung. Ja, weil du immer wieder irgendwie auf irgendwelche Fischgeräte da gehst. So, sie ist fair bezahlt. Die ist fair bezahlt, das ist vollkommen okay. In Ordnung. $15 wollte ich jetzt sagen, sind wir ja, uns. Was hat die eigentlich für einen Tennisball über den Kopf? Das ist sozusagen dasselbe, was du als SIM-Zeichen hast, genau. So, jetzt muss ich die Uniform festlegen. Jetzt schauen wir mal, was wir ihr Schickes geben. Ich hoffe, was Schickes. Das ist ganz schick. Die kriegt so ein Asia-Dress im Fitness-Gym. Keine Ahnung. Ja, habe ich auch mitgedacht. Aber wenn ich sie für die Saftbar, den dann. Obwohl, da kriegt sie auch einfach Sportkleidung. Ich würde ihre Haare sogar lassen, weil das ist okay. Alter, voll nicht. Ja. Klar ist das okay. Das ist einfach ihre Haare. Das ist mir zu. Ohne Schuhe an der Saftbar geht gar nicht. Wenn sie mal ein Glas zerdeppert. Ja. Man kann schon sportlich an der. Also am besten so. Ja. Nee, dann sieht sie aus wie ein Trainer. Haben wir nicht irgendwie was Lässiges, was. Ja, so läuft man an der Saftbar rum. Ja, das ist doch okay, was du da gerade hattest, oder? Was hatte ich denn da? Das, was du jetzt angeklickt hast, das ist okay. Nee, das will ich nicht. Das ist an der Saftbar, finde ich das nicht so passend. Das ist. Es muss sportlich sein, aber nicht. Das Billett-Tütü eventuell? Nein, okay. Nee. Ein Badeanzug. Was? Hast du jetzt echt Badeanzug? Das ist nicht dein Ernst. Guck mal, hier ist sowas. Das ist eine Saftbar-Lady. Dreh sie bitte nochmal. Was ich an dieser Frau ein bisschen komisch finde, sind ihre komischen Arme. Ich weiß nicht, was hier los ist. Nun, okay, ich ja. Ich kann auch gar nicht ihre Haare. Doch, du kannst alles ändern. Für guck mal, die kickt. Die Kirchenbrusters. Die ist eine Saftbar. Was erwartest du? Das erwarte ich von der Lady an der Saftbar. So, das ist deine Arbeitskleidung. Bitteschön. Yeah, fancy dresses, baby. So, jetzt was mache ich als nächstes? Jetzt sagst du dir noch, die soll dann Saftbar arbeiten. Was hast du jetzt gemacht? Okay, das habe ich getan. Jetzt kannst vielleicht du kann eventuell ich jetzt trainieren. Ja, Privattrainer werden. Woo. Dem Opa kannst du noch ein paar Tricks beibringen. Ja, immerhin noch einen. Also ich müsste selber mal trainieren, damit ich ein paar Leute wirklich privat studieren kann. Ja, aber das machen wir eventuell offscreen. Ja. Und wir zeigen euch immer nur so, was abgeht und ein bisschen hier, ein bisschen da. Wie ich die Leute so bejubel. Yo, Opi, yo, du schaffst das. Klatsch, klatsch. Kommt wieder eine. Ist das wieder die Pamela Patt? Nein, das ist nicht die Pamela Patt. Guck mal, das ist die Babsi Braun. Babsi Braun, die Namen sind am besten. Ja, ich kann wahrscheinlich. Ja. Nee, ich bin erstmal Privattrainer hier. Ich muss ja gut, dafür kriegst du ja auch Geld, habe ich jetzt gemerkt. Aber ne? Ich glaube, der hat sich. Nee, jetzt muss ich ihm zeigen, wie man sich blamiert. Jetzt mal ehrlich, Leute. Wollt ihr so einen Privattrainer haben? Ehrlich? Was war das? Habe ich $15 gekriegt? Du hast $15 bezahlt an deine Angestellte. $15 jetzt pro schon? Stunde. Pro Stunde? Ich dachte, klar, pro Tag. Ich dachte, die ist spottbillig, Alter. Der Opa ist einfach weggegangen. Kein Interesse an deiner Scheiße. So, Geldeinkommens. Einkünfte 403. Mach ich jetzt mit ja, das Problem ist, sie haben nicht so viel zu tun hier, die Sims. Deswegen hauen die immer ab, dann gehen die immer so eine Stunde aufs Gerät und dann hauen die wieder ab. Gut, das ist ja normalerweise auch so. Die können auch an die Saftbar, ich habe da jetzt eine Angestellte. Normalerweise würde ich ja sagen... Was heißt das denn? Habe ich hier eigentlich sowas wie... Das ist deine Angestellte und ja. Die ist gerade Barkeeperin. Ach, da habe ich hier sowas. Jetzt gehst du schon wieder auf irgendein Gerät. Du kannst es nicht lassen. Nee, irgendwie. Du kannst es nicht lassen. So. Jetzt geh mal eben... du kannst doch oben Masseur sein, oder nicht? Ja, ich bin mal Masseur.
Ja, und jetzt kannst du doch jemanden. Warum kannst du niemandem sagen, dass er Masseur sein soll? Also, du bist jetzt Masseur, kannst du jetzt jemandem eine Massage anbieten? Nee, ja, weil gut, ich ja jetzt Masseur bin, wenn die jetzt nicht hochkommen. Vielleicht muss ich so ein Schild machen. Komm zu mir, ihr schwedische Massage. Aber du kannst doch sagen, schwedische Massage anbieten oder nicht? Verkaufen an Harry. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt sagst, dass deine Pamela Patt Verkäuferin ist, verkauft die dann auch schwedische Massagen an Kunden? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Die Pamela Patt hat hier wenig zu tun. Die Pamela Patt steht jetzt einfach nur rum. Und ich? Ey, das ist doch so ein Opa. Gib ihm. Nee, ich geb ihm jetzt eine schwedische Massage. Ja, Massage. Aber du hättest doch erstmal warten sollen, bis er das Ding bezahlt. Jetzt kriegt er den Aufenthalt in deiner Scheiße umsonst. Fuck, Alter. Du raffst es nicht. Warum? Du hast das doch so gemacht. Ja. Ja. Nun. Ja. Du hast direkt hier, ne, ja? Draufgeklickt. 110. Oh, 110. Ach ja, hast du ja gesagt. Ja, ich würde das mal versuchen. Boah, das ist nicht meine Rivale, ne? Nee. Sag das nicht so. Das weißt du noch gar keiner. Du hast jetzt die Bombe platzen lassen. Also, wir haben übrigens nicht nur uns. Ich hab dir jetzt einfach so, das war's schon? Ja, das sieht man einfach kurzerhand bei ihm. Ja, dann mache ich hier die Basisverhandlung und dann ist, ne? Ja, du bist aber auch ziemlich runter, muss man ja dazu sagen. Du hast Hunger, vielleicht gönnst du dir, vielleicht gehst du mal Pipi. Gönn dir mal eine Pause. Ich führe die Basisverhandlung, dann gehe ich Pipi. Geh mal Pipi. Am Kunden-WC. Aber mein Handring ist noch okay. Ich esse erst was. Dann ess was. Zum Mittag. Also du kannst aber am besten die Mikrowelle anklicken, weil sonst zum Mittag essen. Ja, und ich nehme einfach Nudelsuppe. Du konntest jetzt Arbeit zuteilen, dass Leute in der Mikrowelle Essen kochen. Ja, warum nicht? So, dann muss ich mal ein bisschen das Klo benutzen. Ich habe voll keinen Spaß an meiner Arbeit. Ich würde mal eben Folgendes tun. Einfach um das auszuprobieren, weil Pamela Patt ist oben extrem. Ich mache mal, Entschuldigung, Pause. Ich mische mich mal wieder ein. Bevor du das alles machst mit dem Essen und dem Pinkeln, sagt ja Pamela Patt, die soll Dinge verkaufen. Eventuell ist es cool. Verwalten. Blablabla. Sag ihr, sie ist entlassen. Zuteilung zuteilen. Auf. Nein, zuteilen. Nee, zuteilen. Und die sollen. Waren verkaufen. Die sollen verkaufen. Ja, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, ob das so eine gute und Idee dann, ist. Und dann. Was ist das? Du verhungerst. Hunger, Notfall. Ja, dann musst du jetzt mal was essen. Ess dir dann den Ramen. Tschüss. Und zum Mittagessen Nudelsuppe. Los geht's. Und dann Pipi und dann. Müsstest du eigentlich alle Notfälle abgewendet haben. So, ich gehe schon mal runter. Ich weiß ja jetzt nicht, was die Pamela Patt so macht. Ja, ich wüsste das auch mal gerne. Also, ne? Ich frag mich das jetzt tatsächlich. Wahrscheinlich macht sie jetzt erstmal unten die Basisverhandlungen, damit die erstmal sagt, hey, willkommen im Club, im Mios Gym. Hey, ich bin die Neue. Damit ich Zeit habe zu trainieren. Die haben auch immer alle die anderen. Die stehen jetzt einfach da rum. Die haben auch mal alle die gleichen Einzüge an in deiner Villa. Das finde ich auch so interessant. In meiner so. Villa. Ey, wird jetzt hier die Basis fahren. Die will jetzt erstmal machen. Wisse, dann haut sie ihr gegen den Cup. Gegen den Cup, ne? Gegen was machst du da? Ich, Ach, jetzt isst du es erst. Esse. Okay. Ich weiß nicht, Pamela macht gerade ein bisschen Schattenboxen, wieso nicht? Und, Nachdem ich. Habe ich meine. Nein, okay. Ja, du hast jetzt irgendwo hingestellt, die Nudeln. Die hast du in der Mikrowelle gelassen. You never know. Ja, du bist darauf muss man echt achten bei Sims, ne? Das ist sowas wie, ja, die sind, die eine Mikrowelle. Die Kacke hinstellen. Ich muss es jetzt mal echt so mies ausdrücken. Du hast auch Energieprobleme, deswegen entweder kippst du gleich noch einen Kaffee rein, um weiterzumachen, oder du gibst ab an den Ustramann. Mit Bechern jonglieren. Ich koche mir noch einen Kaffee, aber trotzdem gebe ich gleich an dich ab, weil ich muss ja trotzdem, ich penne einfach ein, wenn ich runtergehe, das ist ein Problem. Pamela Patt, gleiches Schluss hier. Oh, guck mal, da geht mir jemand auf ein anderes Gerät. Guckt euch das an. Geschäft schließen und ich muss gleichzeitig auch sagen... Nee, das musst du Pamela angestellt in Feierabend schicken. Ja, genau, ich wollte schon sagen. So, hier die Lisa Ramirez. Ich glaube, du hast jetzt einen Kaffee gemacht, aber du trinkst ihn nicht. Du hast einfach... zu viel Im- und Output. Also, die weiß... Auch die Pamela Patt, die weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Durchs Rumstehen kriegt sie einfach irgendwelche Punkte. Jetzt gucken wir mal. Nee, der Kaffee ist leer. Das ist nicht dein Kaffee. Das ist deine komische Suppenschüssel. Dann spülen wir die eben auch noch ab. Moment, ich drehe mal. Du drehst für mich, das ist schlecht. Wo ist denn mein Kaffee? Ja, kein Plan. Ich dachte, du wolltest Kaffee machen. Ja, aber ich habe ja auch Kaffee gemacht. Oder hat die das abgebrochen? Ja, irgendwo hingestellt, den Kaffee. Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwann werden wir den schon riechen. Jetzt mal ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, mach mal Kaffee trinken.
So, wir beobachten das jetzt ganz genau hier. Mit drei Augen. Ich nehme den Nudelsuppenteller und tue ihn in die Spülmaschine. Brav. Okay, da ist schon voll viel Geschirr drin. Weil was hat eine Angestellte gemacht? Die war hier oben und hat eigentlich, ne? So sieht eine Kaffeetasse aus. Die liegt hier nirgends rum. Ich glaube, ich habe es abgebrochen. Irgendjemand ist sogar noch in deinem Laden. Ich habe das Geschäft noch nicht geschlossen. Da habe ich? Ja, weiß ich nicht. Jetzt, warte. Dein Geschäft ist noch auf. Geh nochmal hoch. Ja, genau. Wir pausieren. Nehmen die Shit-Kaffeetasse. Nee. Jetzt. Spülen die nochmal. Du hast nicht zugemacht den Laden. Nee, ich weiß. Ich glaube, ich habe die Pamela Patt in den Urlaub geschickt. So, und dann schließen wir das Geschäft, gehen nach Hause und der Ustra übernimmt. Ich bin voll platt, Alter. Vor allem sogar nach dem Kaffee bist du so platt. Ja, das kommt vom Abspülen wieder. Das hat mich voll runtergezogen. Oh, ich muss die Taste wegstellen. So, und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich ja irgendwie nach Hause fahren. Kann ich mich dann hier am Telefon Ja, anfangen? Genau. Ich schließe erst das Geschäft, sonst überfordere ich hier schon wieder meine Dame. Ja. Das ist ne, sehr anstrengend für sie. Ach, den Ustra kann ich jetzt gar nicht sehen. Nee, den kannst du auch. Der pausiert dann so lange. So, Kinders, Laden ist zu. Aber das ist das Gute an Sims 2. Wer was anderes außer Sims 2 sehen will, bezahlt aber eben noch. Der muss leider, ist leider gezwungen, wahrscheinlich mal auf den uns zu unterstützen, weil das Ganze ist etwas teuer. Das kriegt man auch umsonst. Ich weiß nicht, was du schon wieder machst. Ich will einen Kaffee trinken. Nein, du kannst Taxi keinen rufen. Kaffee mehr Los. Trinken. Kaffee ist sowas von rum bei dir. Kaffeezeit! Kaffeepäuschen! So, und du willst jetzt einfach nach Hause gleich. Ja, genau. Und, Da kreucht und fleucht auch irgendjemand rum. Eigentlich nicht. Das Grundstück ist ja sozusagen geschlossen. Nach Hause? Und dann fällst du wahrscheinlich gleich direkt ins Bett. Und ja, klar. Dann werde ich übernehmen. Ich habe keinen Spaß, ich stinke, ich habe Hunger und meine Energie ist... Ja, du musst vielleicht den Leuten noch ein bisschen mehr bieten Kaffee als nur Trainingsgeräte, weil die hauen, wie gesagt, nach einer Stunde Training hauen die wieder ab. Was eventuell soll musst ich du denn noch eventuell, bieten? Keine Ahnung, dass du eventuell sagst, okay, die haben da so eine kleine Lounge, da können die sich ein bisschen hinsetzen und so, kein Plan, Verträge, Sport. Das könnte ich noch hier machen, das ist ja, eigentlich keine die will nach, die will schlafen und nach Hause gehen. Pennt gleich am Weg ein. Geh doch einfach nach Hause und Boy! Das ist so. Wenn ich sie wirklich steuern könnte mit Fäden, dann hätte die ihren Popo schon im Bett, ja? Und es wäre alles gut. Der Ustra, dem geht's wahrscheinlich super. Ja, da passiert ja nichts. Solange du nicht in meiner Nähe bist, das Gute an Sims 2, verändert sich mein Status nicht. Ah. Das heißt, in unserem Zuhause ist die Zeit eingefroren. Ich hab dich einfrieren lassen. Ja, das ist ja auch okay. Das ist ja wie man weiß ja nie, was die andere tut, wenn man nicht gerade zu Hause ist. Und das ist einfach so. Ja, ich hoffe, wenn du nicht zu Hause bist, wenn ich nicht zu Hause bin, frisst du auch einfach. Ja. Und was hast du heute gemacht? Wie verhindern sie Fremdgehen? Wie verhindern sie Fremdgehen? Frieren sie ihr Zuhause ein. Frieren sie ihren Partner ein, wenn sie aus dem Haus gehen. Ja. Kein Problem. So. Zacken und in die Kühltruhe. Dann hast du ja auch... Bitte wieder auftauen. Dann hast du ja auch keinen Partner mehr. So. So, nee, ich möchte gerne schlafen. So. Das war... Im Schlafanzug. Diese Folge. Oh mein Gott. Mit Mios interessanter Gym. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für ihr Laden, immer gerne gesehen. Wir werden dann, wenn wir Sims 2 wieder aufgreifen, wahrscheinlich nochmal ein bisschen tiefer reingucken in das Ganze, in unser Geschäft. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal hier bei Miustras. Spielespaß.